CDR unterwegs. Ja. Wir sind wieder da, Mölle, in deinem Reich. Richtig. Danke für deine Gastfreundschaft. Die ist ja natürlich fast schon legendär. Ja, ja, ja. Wir haben zweimal Karkaroke gemacht. Ja. Das letzte Mal vor einem Jahr mit dir. Und du siehst wieder prima aus. Ja, du siehst noch besser aus als beim letzten Mal. Toll, danke. Und vielleicht kannst du mal erzählen, so, wie es dir im letzten Jahr ergangen ist. Ja, also ich bin dann im letzten Jahr, September war das gewesen, so lange war ich da in der Reha. Und die haben mich richtig toll, auch toll wieder hingekriegt. Ich konnte ja zeitweise nicht richtig laufen, die linke Seite war lahm. Und das ist alles nicht gemacht worden, aber trainiert worden, dass ich wieder gehen kann. Ich kann jetzt auch gehen, ich bin zwar noch ein ganz klein bisschen unsicher im Gehen, aber wenn ich habe eine Betreuerin da mit bei, die Bärbel, die ist hier und ein Schützenbruder von mir, wenn ich viel einkaufen muss, dann fahren die mich mit dem Wagen hin und dann gehen die mit auch einkaufen. Also mir geht es toll, toll, toll gut. Ich habe keine Schmerzen, gar nichts. Ich habe jetzt so ein Elektromobil, wo ich mich unheimlich wohl drauf fühle auch. Ja. Und kann schön fahren. Ich kann selber einkaufen fahren, mal für kleine Dinge. Und da komme ich super mit zurecht und alles sieht mich und alles freut sich, dass die mich im Ort sehen, dass es mir wieder wunderbar geht. Und bin auch voll da. Am Gehirn habe ich nichts, ich habe keine Lähmung mehr, gar nichts, alles weg. Ich kann also mit ruhigem Gewissen sagen, die haben mich wirklich richtig toll behandelt und mit Therapien gemacht und so weiter. Und ich wollte das auch, ich bin ja da grillig drauf gewesen. Ja. Ich wollte ja wieder Musik machen auch für euch und so alles. Und die haben mir dabei geholfen auch. Die sagten, nein, ist ja wohl logisch, das werde ich hinkriegen. Ja, und so ist das jetzt. Und dann bin ich entlassen worden und war dann Fidel wie eine Tomate. Wo bist du denn gewesen in der Reha? Ich war in Meerbusch. Strumpf oder? Ja, Meerbusch, Strumpf ist dann ganz am Anfang. Ja, genau. Da kommt der Streithöfe und danach. Osterrad, ja, da ein ganz kleines Stückchen Osterrad. Therapieklinik ist das, ja, glaube ich. Ja, ne? Ja. Ich glaub, mit dem Feld. Mauritius, ja, glaube ich. Ja, ne? Ja, ist das, genau. Nennt sich die Klinik. Und die haben wunderbar, muss ich wirklich sagen. Kann ich nur weiterempfehlen, das wird ja nicht von denen, das wird ja nun vom Arzt denn gemacht und so alles, ne? Wenn er hinkommt. Weil man wird ja dann auch am Kopf gestellt, ja, und so alles. Ja, ja. Das ist ja nicht einfach, den schicken wir dahin. Die wollten mich zuerst nach Bad Oeynhausen. Oh. Ja. Da kennt mich ja kein Mensch. Ich sage, in Bad Oeynhausen, da kommt ja kein Mensch mal hin, mal eben so ganz kurz mal zu besuchen. Nee, wenn schon, denn schon hier in der Nähe. Und dann haben die gesagt, Mensch, das wäre doch toll, wenn man den hier. Und da hatte dann auch die Leiterin des Vereins, die hatte dafür gesorgt, dass ich zu ihr hinkomme. Ich kenne die sehr gut auch, die Dingens. Und deinen roten Ferrari, den haben deine Schützenjungs dir vorbeigebracht. Ja, genau, ne? Richtig. Ich habe einen Elektro-Shopper, habe ich. Und den haben mir meine Schützenbrüder, die Flimflamkes, sind ja auch sehr bekannt hier und will ich überall beim Schützenfest und so. Da haben die gesammelt und haben, ich hätte so ein Elektrodings, hätte ich auch von meiner Krankenkasse gekriegt. Ne? Ja. Die wurde schon beantragt hier vom Dr. Benade, hat schon ausgeführt gehabt, dass ich da so ein Ding haben soll. Ja. Weil ich da super mit zurechtkomme. Ganz toll, ich kann also kleine Botengänge machen. Und kann damit fahren, kann auch damit umgehen. Gott sei Dank, toi, toi, toi. Ich habe gedacht, vielleicht bist du doch zu doof dafür. Also kannst du wieder Briefträger werden jetzt. Ja, machst du 450 Euro drauf. Ja, 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 ja. Ja, wenn hart auf hart kommt, wenn man jemand ja, kommt, ja, dann ja, fahre ich dem dann die Briefe raus. Ja, genau. Ja, und alles freut sich, wenn ich mit meinem roten. Ja, ich habe es auch gesehen vor kurzem. Mit dem roten, ja. Ja. Mit dem roten Ferrari, ich sage, ich habe den jetzt getauft, das ist mein roter Ferrari. Weil ich habe überall auch Flimflamkes vorne raus, hinten. Schön. Boah, toll. Haben die Jungs gemacht und da habe ich mich so gefreut darüber, dass ich mir die Tränen in den Augen kam. Ja, klar. Da war ich wirklich am Wasser. Wasser gebaut. Ne? Gebaut, ja. Das war also so eine Überraschung, wie sie mir ein Ständchen gebracht. Boah, toll. Das waren so zwei oder drei Tage nach meinem Geburtstag im Oktober. Schön. Und da standen die mit 5, 6 Jungs hier vor mir, vor meinen neuen
Wohnung und haben mir dann ein Ständchen gebracht. Das fand ich sowas von genial. Ich habe da gar nicht mit dir gerechnet. Null, gar nichts. Haben mir den Schopper auch noch dahinter so eine Hecke gestellt, dass ich auch gar nicht sofort sehe. Ich sage, was habt ihr denn? Ja, wir wollten dich überraschen. Ne? Blub. Und dann sangen die Happy Birthday und so. Ne? Und dann so, zieh dich an, du gehst jetzt mit. Ich sage, was habt ihr vor? Ja. Ne? Ich lief ja so auf eine Runde. Ja, ich war ja gerade aufgestanden. Ja. Und ich sage, wir haben mich noch gar nicht mal richtig geduscht. Oder egal, das sieht man nicht. Komm jetzt mit dir und dann hinter der Ecke und dann haben die mir den überreicht dann. Schön. Oder gegeben dann. Fand ich so toll. Haben uns alle gedacht, wo wir uns auch drücken konnten, haben uns alle gedrückt. Mhm. Und wir piep, 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 wir haben uns alle lieb. Ja. Und dann war alles also wunderbar. Das war also so weit von genial, fand ich dann. Ich konnte mich ja nicht genug beruhigen, auch bei der Versammlung habe ich mich auch noch mal tausendmal bedankt, bin aufgestanden und habe da fast eine Rede gehalten. Wahnsinn. Und sagten die auf einmal, ist ja Wahnsinn, guck dir das an, ey, das ist sogar Müll. Ja, Hammer. Ja, also sagen die jetzt noch immer, guck mal, der hat doch ja nichts gehabt. Das sieht wirklich wieder toll aus, Müller, ne? Ja, also von der Gesichtsfarbe her auch, ja. Also du bist auch fröhlich, hast wieder richtig Lebensmut. Sagten hier die Leute auch, die mich dann sahen, hier irgendwann, mein Gott, auch die jungen Leute, jetzt die jungen Ehepaar, die sich auf meine Musik kennengelernt haben und die jetzt selber Eltern sind, Kinder und so haben und so, die sagen immer, Bärenstark. Ja. Der sieht noch besser aus als wir. Oder ein Bär, Frau. Aber ich lebe ja auch, ich ernähre mich ordentlich. Ja. Trinken ist finito, also was heißt finito, nicht ganz finito. Wenn ich mal einen ausrieche, trinke ich einen mit denen ist in Ordnung. Denn mir ist das zu gefährlich. Ja, klar. Mit dem Auto dann noch zu fahren. Ja, ne? Eben erstmal das noch, mit dem Ding auch. Ne? Ja. Auch zu fahren, denn das ist ja auch klar. Gefährlich. Ne? Kannst du auch Führerschein von dir? Ja, ich kann den Führerschein, ja. Noch habe ich ihn ja alles so. Das ist ja alles auch da. Auch den Behindertenschein und dann alles habe ich ja auch alles. Und, oder Ausweis. Nee, also bin ich richtig stolz drauf, dass ich das Ding habe hier. Ja. Und kann selbstständig alleine fahren, dass keiner braucht mitkommen. Ich kenne ja die Verkehrsregeln, kenne ich ja nun alles. Und ist ja genauso, als ob ich mit dem Auto fahre, kann damit auf der Straße fahren, aber da fahre ich lieber sicherheitshalber auf dem Bürgersteig. Mhm. Ich habe zwar ein Nummernschild, dass ich auf der Straße kann fahren, aber die Polizisten, Sehr, die hätten mir geraten, ich soll lieber doch auf dem Bürgersteig fahren, wenn es angebracht ist und weit genug ist. Mhm. Wenn zu viel auf der Straße denn los ist, da kommt doch schon mal, wenn ihr vor allen Dingen auf der Parkstraße, finde ich sowas von widerlich, wenn ihr aus dem Kreisverkehr rauskommt, die donnern ja denn die Parkstraße hoch. Und wenn du denn da natürlich mit der nimmt ja auch ein bisschen breiter ein. Ja. Und die kommen da an, donnern, da braucht ja so ein Luftzug zu sein. Ein schwerer Trecker zum Beispiel, ne? Mhm. Wenn die kommen, die alle. Die haben ja einen Luftzug drauf, der zieht einen ja direkt dran irgendwie, ne? Und dann hatte mal so, der zu Fuß geht, der große Polizist, der hatte das gesehen, der sagt, der Müller, bleib du hier auf den. An der Grunewaldstraße. Mhm. Bleib du hier auf dem Bürgersteig, hat gesehen, dass ich auf dem Bürgersteig auch fuhr. Bleib du schön auf dem Bürgersteig, du darfst auf dem Bürgersteig fahren. Denn das ist mir so gefährlich wie du. Du fährst ganz ruhig und sachlich, hast alles richtig, machst alles richtig und wirst dann durch so einen Luftzug da irgendwie rangesaugt und paff dich. Und schon fliegst du da auf einmal auf der Straße hin, ne? Und man überrollt dich, das wollen wir nicht haben. Bleib du schön da. Fand ich sehr nett, dass der gesagt hat, muss ich wirklich sagen. Ja. Klasse, das war gut. Ja, und seitdem achte ich jetzt auch immer schön noch mehr darauf, dass ich nicht zu weit rüber gehe oder was. Mhm. Wenn ich mal auf der Straße fahren muss, bin auf dem Bürgersteig, mir welche viele entgegenkommen, die bleiben dann auch stehen. Ich lasse die auch vorrangig bei mir vorbeigehen, dass wir uns nicht begegnen, dass wir uns verhaken oder sowas. Ne? Nee, da gucke ich auch immer nach. Müller, wenn wir jetzt mal nach rechts gucken, ne? Ja. Da steht ein schönes Disc-Jockey-Set, glaube ich. Ne? Ja, ja, Allerdings ist da noch so eine Plane drauf, ne? So eine Decke. Mischpult ist das. Mischpult. Ein Mischpult. Das heißt, es geht bald wieder los. Ja, ne? ja. Ich warte ja. Jetzt im Moment ist ja nun alles zu, ne? Wird ja nichts gemacht, irgendwas, ne? Durch die Corona-Dingens. Jeder, also auch mein Freund, der Konzen,
Der Konzi-Monzi. Wir warten ja darauf, dass er bald wieder losgeht, ja, ne, dass wir wieder Musik machen können. Der Konzi-Monzi macht auch bald Musik, ne? Ja, der, ich habe... Im August ist er doch bei Krücken, meine ich. Ja, das kann sein. Ja, kann. Mit INT spielen die, ne? Ach so. Ich weiß nicht, aber ich habe den jetzt schon eine ganze Zeit nicht mehr gesehen, den Konzi. Ja. Den, aber der Klaus Haselhoff, der hat mich auch eingeladen, der macht irgendwas jetzt im kommenden, oder war das für, August nicht, da hatte ich in den letzten Tagen mal mit gesprochen, am AW, der sah mich auch, da sagte, oh Mensch, schön, dass ich sehe, hast du schon gehört, dass ich da irgendwas mache, in seiner Firma macht er ja irgendwie, da lässt er ja wieder auch eine Band spielen, schön, oder Blues machen die da, ja, und so, und da soll ich mit dabei sein, also was heißt, nicht dabei sein, mitmachen nicht, aber ich lade dich ganz herzlich als mein speziellen Gast, als Special Guest. Special DJ Jet, in der Pause von Dieter Möller. Ja. Die alten Zeiten. Ja, genau. Ja, Mölle, wir sind schon fast wieder am Ende. Oh, wir hatten was hier, was Schönes, ne? Also ich hatte mal ganz, ganz toll, da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Von Papillon, Einrichtung, ein paar Stücke. Das fand ich ganz toll, dass du das gemacht hast für mich. Ganz, also ich erkläre mal kurz, was das war. Also beim letzten Karkaraoke haben wir Mölle ja ein Geschenk versprochen. Ja? Mölle ist der einzige Karkaraoke-Fahrer bisher, der ein Geschenk bekommen hat. Also ich war in den Ruinen des Papillons und habe da noch was gefunden. Reste von der Spiegelwand und Reste vom Boden und vom Parkettboden oder was das war. Und habe Mölle das eingerahmt und geschrieben. Für Mölle als Erinnerung an 13 Jahre DJ in Papillon will ich 1981 bis 1994. Ja, ja. Und das hängt jetzt bei dir im Eingangsbereich und ich glaube, jeder, der hier reinkommt, sieht das. Ja. Und das ist sowas von genial gemacht und schön gemacht. Ja. Und auch, da habe ich mich sehr, sehr, sehr drüber, oder wirklich sehr, sehr, sehr drüber gefreut. Also schön, dass du das so würdigst. Ne? Also ist ja nichts Besonderes geworden. Das kann jeder auch basteln, sowas. Aber ich glaube, das. Aber das war eine dolle Überraschung. Ja. Also das war wirklich eine astreine Überraschung. Ja. Mölle, hast du einen Wunsch für die nächsten Monate oder für die Zukunft? Ja, dass diese Corona... Die Corona. Corona, wie komme ich denn auf Corona? Was? Corona-Bier wahrscheinlich. Ja. Oder Karaoke oder sowas. Ne? So was hatten so eine Biere hatte, der Steckelbrock. Der Steckelbrock hatte solche Biere hatte in die 0,5er Flaschen, die man ansetzt und so. Und dann... Und so eine, das hatte der vom Kult, der Thomas, hatte dann, also, später hatte der ja das Papillon auch übernommen als Zeitraum. Ne? Und da habe ich auch mit Christian Pakusch, ne? Pakusch, mit unserem Bürgermeister habe ich dann zusammengearbeitet. Wir waren also die Gang schlechthin hinter der Theke. Ne? Also, muss ich dir mal erzählen. Da wusste ich ja jetzt nicht, dass ihr die Gang war. Ne? Ja, der Bürgermeister war in einer Gang. Ja, wir haben uns letzte noch getroffen. Ah, da darf ich gar nicht erzählen. Aber da war ich in Schiefern gewesen, bei dem Buhr. Ja, beim Hoster. Beim Hoster, weil das ist ja auch mein Schützenbruder in Niederheide. Und auf einmal komme ich da an mit meinem Ferrari. Rechte Seite kam ich da angedödelt, die kleine enge Straße da lang. Und fahr rechts ran, da war noch ein Parkplatz frei. Da konnte ich den hinstellen und dann konnte ich. Und da saßen die draußen, ne? Ja. Saßen welche draußen, Leni, die Ex-Flüchtlin. Ja. Und Frank, der Besitzer jetzt, und Lee und Angie, ne? Die sind ja die Besitzer jetzt davon. Und und die freuten sich alle. Und links, habe ich gar nicht gesehen, auf dem Parkplatz hinten links sah. Ich habe mal einfach gesagt zu denen, hallo meine Pinguine, weil die alle in schwarz gekleidet waren, also weil der hohe Grad von Dingens, ne, vom Schützenfest, von Niederheide und Schiefbahn, saß da, die hatten wohl Versammlung oder was gehabt, vor 3 Wochen muss das gewesen sein. Da saßen die draußen alle so und tranken. Das war ja mittags. Alle in schwarzen Anzügen, Und das war auch noch so warm, die waren am Schwitzen wie die Weltmeister.
Und ich komme nun ganz offen mit meinem Ding da an. Die haben mich kaputt gelacht. Ja. Und dann habe ich eben. Und dann sagten die, hoffentlich bist du bald bei uns hier, schreit da jemand. Ne? Ja, ich sage, ich komme gleich. Nee, ich habe gesagt, nee, bleibt ihr mal. Ihr habt bestimmt Besprechungen und so weiter, da möchte ich nicht stören. Ja. Habe ich gesagt, nichts, du kommst jetzt hierher, ist das klar? Ja, naja, nicht immer so. Also im lustigen Ton. Ja, ja, klar. Ja, und dann komme ich, habe ich gesagt, ja, ist so. Habe ich den abgestellt, abgeschlossen, habe den da rechts bei Leni stehen lassen, da bei Angie. Am Eingang habe ich dann das Ding da stehen lassen, meinen roten Ferrari, und dann bin ich bei denen rübergegangen. Ja, kaum saß ich, musste ich mal mittrinken. Schön. Ja, jetzt habe ich dann Wasser, ich muss ja viel Wasser trinken. Mhm. Auch. Dann habe ich mal ein Schnäpschen, ein Uso mitgetrunken. Ja. Nur ich konnte ja nicht so viel trinken. Ja, klar. Das war mir dann doch dann zu gefährlich. Ja. Denn ich merkte, das war ja morgens, ich habe ja, hab ja muss ich frühstücken. Ne? Boah. Und da wurde es schon mittags und die, also die haben gut zugeschlagen, muss ich sagen. Ja. Ich will ihn nicht reinreißen, aber das ist ja egal. Die lachen sich bestimmt bekloppt. Du hast ja keinen Namen genannt. Nee. Aber ich glaube, wir wissen alle, wer das war. Ja, ne? Ja, ja. Und dann mit einmal haut mir jemand einer auf die Schulter. Ich drehe mich um, weil das der Christian ist, oh, ne? Unser Bürgermeister. Ja. Der saß auch da. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen, weil der ist ja auch nicht gerade, der ist ja meine Größe. So. Ja. Der ist ja nicht 1,80 oder 1,90 groß, aber der man den übersieht. Ja, und dann saß ich neben ihm und auch, haben uns auch so nett unterhalten, weil wir uns kurz vorher hatten wir uns auch bei Mertenshof da getroffen. Ja. Ne? Der kam mit dem Auto an und ich fuhr da gerade, oh, und musste dann auch rot, ja, Fußgänger überqueren. Ja. Ne? Hatte rot gehabt, musste auch dann anhalten. Und wir sind uns am Unterhalten und hinter uns eine Schlange weit und immer mehr bei ihm dann, also hinter ja, ihm. Ja, ja. Ne? Und dann sagte dann irgendjemand, sagte dann, rief einer, jeder doch mal weiter mit euch da vorne. Ja, sagte der Christian, der rief dann, ja, wir sind jetzt weg. Und dem springt er auch um und dann konnten wir losfahren. Und dann sagte der, gute Fahrt, Mölle und so, ne, schön, rief der toll. Christian mir hinterher. Und ich habe mich dann umgedreht und die fuhren ja dann auch alle an. Und der hat ja auch noch ein Fenster. Ich sage, Christian, bis nachher, bis auf der Autobahn, ne? Weißt du Bescheid? Mit dem Ding, ne? Ja, ja. Da konnte ich im Spiegel, habe ich gesehen, wie die Autos am Wackeln waren. So haben sie sich kaputt gelacht über unser Gespräch. Ja, ich hatte ja, so, alles mitgehört. Also, ja, 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 ja. Ich hatte dann so den auch so noch rumgedreht, den Kopf noch, dass die das hören konnten. Ja, ja. Und da haben die sich kaputt gelacht. Da hat er gesagt, ey, da haben wir einen losgelassen, dachte der Christian. Sagt er, ja, das ist doch toll, so was wollen die Leute hören. Ja, natürlich. Und da freuen die sich drüber. Ah. Ja, und dann hat sich auch grün, ja, dann sind wir dann los. Und dann sehen wir uns, wer haust dann wieder. Aber das war also richtig lustig. Und dann hat er auch nett erzählt, auch wie seine Amtszeit angefangen hat, ja, und so alles. Da fand ich recht, ja, interessant, stimmt, auch, muss ich sagen. Fand ich gut. Und der ist ja auch so ein Typ, der auf die Leute auch zugeht. Ja, ne? Genau. Und das finde ich auch sehr schön. Ich muss sagen, also ich verstehe mich auch mit dem super. Das habe ich auch anderwärts, habe ich dann auch gesagt. Also ich kenne unseren Bürgermeister auch sehr gut. Mhm. Wir haben mal zusammen gearbeitet im Papillon. Da waren sie gesagt, was? Ich sage, ja. Das war also von Krämer Thomas auch einer seiner besten Kumpels. Ne? Mhm. Das fiel auch für den Jahrhundert. Da sagte der, ja, toll. Das war uns so gut verstehen. Ich sage, ich bin auch richtig, ich bin richtig froh, dass du hier der Matador bist. Hat er sich kaputt gesagt, was bin ich? Matador? Ich sage, ja. Ich könnte dir noch stundenlang zuhören, aber wir sind dann sich wieder viel, weiß nicht, 19 Minuten, das ist wirklich... aber das ist wichtig, wie ja, gesagt, genau. Mir geht's gut, ja, wir lieben alle draußen. Ja. Alles Gute weiterhin und ich wünsche mir für die Zukunft dass, Gesundheit für alle und dass die Corona-Zeit bald zu Ende ist, dass wir wieder ganz normal uns drücken können, Küsschen nehmen können und was weiß ich alles machen können. Dass wir uns alle gesund fühlen wieder und nicht das und das und das und alles wird wieder umgedreht, dann wieder weggenommen. So muss das gemacht werden und so und so. Und das ist schade an für sich. Man kann sich ja gar nicht darauf konzentrieren, also das dürfen wir nicht, die Maske muss getragen werden, das wissen wir jetzt alle, aber wenn da immer noch so eine blöde Schädel sind und tun es nicht, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn sie sich da irgendwo mal anstecken, dann ist das deren Schuld. Mhm.
Das ist ja nicht unsere Schuld, sondern es sind die Herrschaften, die nicht darauf eingehen wollen und so, ne? Und wollen das nicht machen. Weil es muss nun mal gemacht werden, da hängt das Leben von euch ab. Und ich hoffe, ihr seid alle schlau und dass wir uns alle wieder begrüßen können, wie es üblich ist, wenn man einen Freund trifft, dass man sich drückt und hallo und freue mich, wo bist du heute Abend oder was weiß ich, dass man wieder mal zusammensitzt und ein bisschen klönen kann und nicht bloß immer auf Abstand, ja, nee, rühr mich nicht an oder ne? Das darf ja gar nicht sein. Aber so wie das jetzt läuft mit mir jetzt hier irgendwas, ich fühl mich saugut, Entschuldigung, aber saugut und ich freue mich, dass so viele Anteil genommen haben sowieso daran. Das ist wirklich ganz toll gewesen. Ich habe mich ja schon mal tausendmal auch in der Zeitung bedankt dafür, dass so viel Aufmerksamkeit geschenkt worden ist für meine Krankheit oder von meiner Krankheit aus. Aber jetzt fühle ich mich wunderbar, überhaupt mit euch zusammengearbeitet zu haben. So. Und der Micha, wenn was ist, dann bin ich immer gerne bereit, ein bisschen beizutragen. Das war immer lustig und positiv denken können und nicht nur immer schlecht und so alles. Mhm. Das möchte ich nicht haben. Also so weit möchte ich nicht haben. So Hinterrücks, so bla 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 irgendwie. Ne? Mhm. Das muss nicht sein. Nee. Man kann richtig nett miteinander sich unterhalten. Man kann auch Argumente geben, wo man dann diskutiert drüber. Klar. Auf einmal sind wir wieder zusammen. Paff, ist das doch herrlich. Ja. Ne? Klar. Ist ja nicht herrlich, wenn wir auf einen Nenner hier kommen. Klasse. Hättest ja eher davon anfangen können. Ne? Super. Ja, mein Gott, doch. Ne, aber toll. Ich finde das schön. War sehr, sehr, sehr schön. Hab mich richtig gefreut wieder. Mhm. War toll. Müller, wir kommen gerne wieder. Ja, vielleicht machen wir auch mal. Ihr seid gerne herzlich willkommen bei mir. Ja. Wenn was ist, ruft an. Machen wir. Wenn er mich braucht. Sind wir da. Ja. Wenn wir einen guten DJ brauchen, wissen wir auch, wo der auch, ist. Ne? Ja. Ja. Genau, mache ich gerne für euch. Alles klar. Keine Frage. Keine Frage. Dann wünsche ich dir, Müller, weiterhin alles Gute. Bleibt gesund. Ganz toll. Vielen Dank, ihr da draußen auch nochmal. Ja. Ne? Und wenn jemand Autogrammwünsche hat oder dir irgendwas schreiben möchte, keine Frage. Leiten wir gerne weiter. Ja. Wie ihr wisst ja, CDA-Seite könnt ihr über Messenger, wenn irgendwas ist, die Leute schreiben wahrscheinlich sowieso dann Kommentare, und so. Wir leiten das alles an dich weiter und Müller hat zwar selber kein Facebook, glaube ich. Nee, leider nicht. Aber ich bin so weit, habe ich mich zu spät mit befasst. Ja. Ich bin so verblüht. Sonst würde ich auch. Ja, ich würde auch mit Laptop und so alles machen, aber jetzt ist es spät. Ja, ist nicht schlimm. Ich habe alles live auch da und manche sagen auch, ich finde das ganz toll, dass du das mit CDs noch machst. Ja, super. Ne? Finde ich auch gut. Die können dann bei mir am Stand, also wo ich dann da bin, in dem Polohof oder was weiß ich, wo Dinge, wo ich überall mache und so. Ich wollte bei Krücken, vielleicht mal bei Krücken auch mal so einen schönen Abend mal sehen. Ja. Habe ich nämlich vor. Ich wollte mal mit. Wer ist denn da überhaupt? Ist das die Christina? Nee. Ich weiß auch nicht, wer das übernommen hat. Die Mai sind ja raus oder der Mai ist ja raus. Ne? Und jetzt soll eine Frau da drin sein. Ja, aus Mönchengladbach kommt die, ne? Ja, ja. Aber ich sag, weiß nicht, ich kenne ja nicht. Maße macht ihr jetzt auch auf, denn jetzt die neuen Leute, die neuen Pächter. Ja, gut. Die machen jetzt am 7., 8., 9. oder ja, so was ähnliches. Und Frau Schwer macht auch irgendwie so ein Wenn man ein Straßenfest macht. Straßenfest macht er, ne? Ja. Ja. Richtig. Ja, vorgestern habe ich ja gelesen, der Plakat hängt schon da, was er macht von Frau Schwer. Ja. Ja, ist ja gut. Dann ist es ein bisschen wieder. Ich meine, gut, die EM mal gebracht, ne? Und ihr habt ja nun immer volles Haus hier. Ja, ne? Klar. Da mit dem Dings, mit dem Zelt, das ist natürlich ideal, ne? Das ist ja absolut spitze. Da kann ja richtig ein Plus für klar holen, ne? Ist schon gut.
So, Mölle, wir müssen jetzt wirklich sagen, ja. Wir haben 25 Minuten gedreht, Mölle. Ja? Wir wollen ja nicht kürzen. Wir kürzen auch nicht. Nein. Aber ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, das war toll. Ist super. Das hat mir alles gut gefallen. Das ist gut. Sonst hättest du eingeschränkt. Ja. Nee, sonst hättest du schon sagen sollen. Hör mal auf, langsam. Oder hör mal auf. Du bist ja super gut drauf. Und dann ist es ja auch blöd, wenn man einem dann sagt, so, wir müssen jetzt hier mal Schluss machen und so. Ich glaube, wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde dranhängen, dann ist der Pep weg. So, Aber, nee, das ist gut, alles so. Ja. Sag ja, also, ja, habe ich auch bei denen draußen da bedankt, die dann eventuell dann sehen. Stimmt. Und da sprach mich auch eigentlich jetzt auch beim letzten Dings auch. Oh, das war toll. Super, wir haben mich gesehen. Ja, das ist immer erstaunlich, wie das verteilt wird. Ne? Ja. Das geht dann wahrscheinlich in Gruppen auch rein. Du kommst aus Willig-Wenn und dann gibt es Schützenfest, WhatsApp-Gruppen vielleicht. Ja, und, genau. Du kriegst dann Kommentare von Leuten, die hast du jahrelang nicht mehr gesehen. Ne? Ja, und dann Die, also ist wirklich interessant. Ne? Ich habe dadurch wieder die Uli, also die hat